Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute wollen wir mal wieder ein Viererpack aufmachen von der Eiskönigin. Und ja, es sind vier Eier drin, wo zwei garantierte Figuren von der Eiskönigin hier drin steckt. Es gibt von der ganzen Serie gibt es 8 verschiedene Figuren. Ich habe jetzt schon hier diese kleine, ich habe hier den Grand Puppy, ich habe den Christoph und ich habe den Sven schon. Mir fehlt also nur noch Elsa als Kind, Elsa, Anna und Olaf. Ja, was jetzt hier drin ist, das werden wir jetzt mal rausfinden. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Packen das jetzt erstmal hier weg. So. Und dann fangen wir mit dem ersten Ei an. Ups, da fällt es raus, es klappert ein wenig. Ah, ja, es ist von dieser neuen Serie. Da gibt es ja auch verschiedene Tiere von. Ich hatte jetzt schon ihn hier und jetzt habe ich sie hier. So, kurz zusammengesteckt. Zack. So sieht's aus. Ja, ich sage, ist schon nicht schlecht, aber ja, als wahre Sammelfigur würde ich die jetzt nicht gerade betrachten. Also ich würde sie nicht unbedingt sammeln. Aber es gibt welche, die dieses durchaus tun, sollen sie auch machen. Ich meine, ich finde sie schon recht putzig, aber dass ich nun sage, okay, die ganze Serie muss ich jetzt haben, dem ist natürlich nicht so. Und hier klappert es auch nur ganz, ganz leicht. Und da haben wir, jawohl, da haben wir hier mal so ein Fingerboard. Skateboard kann man dazu sagen. So sehen die Teile aus. Gibt es Fahrräder von, gibt es hier diese Roller von und gibt es auch Skateboards von. Und auch dieses baue ich jetzt mal ganz kurz zusammen. Moment. So sieht es fertig aufgebaut aus. Ich sage mal, ist schon nicht schlecht. Gefällt mir auch. Ich finde es nicht schlecht. Gut. Und jetzt machen wir natürlich die erste Figur auf und schauen da mal rein, was es da wohl Schönes gibt, ob wir die schon haben. Jawohl. Ja, leider, sage ich mal, habe ich die schon. Oh, das heißt leider.
ist halt eben, man hat eben welche doppelt. Es ist Sven, das Rentier. Man kann nicht alles haben. So. Und ich finde, ich habe ja schon nicht schlecht, obwohl ich erst angefangen habe zu sammeln. So. So sieht der gute Kollege hier aus. Ja, die Verarbeitung bei ihm ist ein bisschen, ja, die lässt zu wünschen über. Also ist nicht so toll wie bei den anderen. Also hier würde ich sagen, hier haben sie mal ein bisschen geschludert. Aber auch nicht weiter schlimm. Man muss immer bedenken, was ein Ei kostet. Es kostet auch das Ding herzustellen. Und da kann man nun nicht verlangen, dass da eine Tip-Top-Figur bei rauskommt immer. Das geht wohl schlecht. So. Reichlich weich die Schokolade. Oh, das klappert hier ziemlich doll. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, auch diese Figur. Das ist Anna als Kind. Selbst die habe ich leider schon doppelt. Hier ist er. Aber naja, gut. So. Ups. Auch hier wieder. Wenn man so bei den Zöpflern das guckt. Also. Ich sage mal, es ist doch schon, wenn man das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, was so ein Ü-Ei kostet und was denn da für eine Figur drin steckt, muss man denn schon sagen, also das ist wirklich eine Top-Qualität. Ja, so sieht die Figur aus. Gut. Ja, das war ja nun dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt das Video auch gerne liken, gerne kommentieren, gerne teilen. Auf Google, auf Instagram, auf Facebook, wo immer ihr möchtet, vollkommen egal, habe ich absolut nichts dagegen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.